Hallo Leute, herzlich willkommen bei der nächsten Folge Pokémon Go. Ja, wir sind jetzt hier nach der Schule, sind einfach hierher gegangen, einfach. Wir warten gerade auf den Bus, Leute. Hier war gerade ein Glumanda. Ich habe es leider nicht bekommen. Dafür habe ich früher ein Magnetilo gefangen. Und ich werde jetzt gleich was entwickeln, Leute. Ein paar Entwicklungen machen. Ja, bis gleich. Enteron entwickeln, Leute. Die gestrige Folge war echt cool eigentlich. Ich habe sehr viel gefangen, Leute. Und einfach mein Enteron. Hier ist noch ein Enteron gespawnt, aber das kann ich mir jetzt nicht nehmen, weil ich habe gerade... Wollte ein paar, also ich habe alle Bälle wieder verbraucht, Leute. Die Bälle gehen so schnell leer. Ich habe Himbeere genommen, ich habe alles genommen, aber irgend so ein scheiß Pokémon ist mir einfach nicht drin geblieben. Ich wollte das einfach haben und jetzt mache ich mein Enteron. Wenn das jetzt hier endlich mal. Hier mein Enteron, wieder das Pokémon. Ich habe heute einen Magnetilo schon gefangen. Werde ich euch auch gleich noch zeigen. Auf jeden Fall. 700 mit Aquaknarre und Eisstrahl. Ist auf jeden Fall relativ gut eigentlich, muss ich schon sagen. Warte, wo ist mein Magnetilo, was ich heute gefangen habe? Mein Seeper, das habe ich früher so lange gebraucht, bis das drin war. Hier ein Magnetilo, was ich Seeper habe ich früher auch noch gefangen. Ich habe heute schon so viel gefangen. Das Enteron, das nehmen wir uns gleich mit, Leute. Ich muss erstmal zu den Pokestops gehen, damit ich wieder Bälle bekomme, Leute. Also bis gleich. So, Leute, ich drehe jetzt hier wieder am Pokestop. Ich fahre gerade ein paar Autos vorbei. Geht gerade irgendwie nicht drehen. Nee, warte mal. Mal was nabst. Na, leider nicht. So. Ja, das Glumanda habe ich nicht bekommen. Ja, ich habe keine Pokebälle mehr gehabt. Der Manuel ist auch da. Manuel ist auch da. Hallo. Ich nehme gerade auf. Ist so eine kleine Aufnahme. Hört man, weil letztes Mal beim Video hat man mir nicht gehört, Alter. Nur die hat man gehört. Nie hat man im Hintergrund nur das Oma kleiner Bettler gehört. Oma kleiner Bettler, warum? So, ja, wieso kommt Versuche erst später? Versuche erst später kommt einfach mal. Ja, okay. Ja, Versuche erst später nochmal. Scheiße, ich kann irgendwie nicht drehen. Was ist das? Ich hasse das einfach. Nee, es geht einfach mal wieder nicht. Bis gleich. So, Leute, ich gehe jetzt durch den Wald, Leute. Ich habe ja früher ein bisschen Pokémon Go gespielt, wo ich auf den Schulbus gewartet habe. Da habe ich hab ja fast einen Glumanda gefangen. Leider nicht bekommen, weil ich hatte leider keine Bälle und das ist mir immer rausgekommen aus den Bällen. Ja, und dann war es zu spät und dann war es weg, leider. Echt schade. Ja, vielleicht, ich krieg schon noch eins, keine Sorge. Aber bis ich das habe, dauert es eh wieder eine ganze Weile, also ist es echt blöd. Naja, ich habe jetzt meine Powerbank mit und ich gehe jetzt zu Manuel ein bisschen Pokémon spielen. Er hat gesagt so, ja, komm endlich. Oder aber ich hatte keine Zeit leider. Und ich habe erst jetzt Zeit, es ist 15.30 Uhr. Ja, ich werde ungefähr bis 17 Uhr, wir werden jetzt gleich bei einem Pokestop einfach chillen und warten, bis mein Inventar ungefähr voll ist, damit ich halt ein paar Bälle noch hab. Weil Leute, ohne Pokebälle, Leute, ich könnte da gar nichts machen. Das spawnt irgendwas Cooles und ihr könnt es nicht fangen und ihr müsst mal überlegen, weil also ihr müsst euch echt überlegen, wie blöd das einfach ist, wenn man einfach keine Bälle hat. Weil dann will man halt was fangen und dann kann man das nicht fangen, weil man keine Bälle hat. Na okay Leute, wir sehen uns dann. Bis gleich. Wann habe ich das angefangen? Ich denke mal am. Wann habe ich das angefangen? Jetzt nochmal am Sonntag, glaube ich, war das. Und ist Dienstag. Läuft bei mir. 4,8 Kilometer ist auf jeden Fall relativ weit. Bin ich schon gegangen, Leute. Ich gehe in letzter Zeit so viel Pokémons fangen.
Aber beim Stefan ist das immer so gechillt. Bei ihm spawnen halt immer hier die Pokémons. Krabi zum Beispiel ist jetzt aber nicht so besonders. Das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht fangen. Ich gehe jetzt da zur Kirche runter und bis gleich. Okay, so Leute, wir sind jetzt hier. Ja. Der Moritz ist auch da. Der wird privat. Und der Manuel auch. Wir spielen ein bisschen Pokémon, habe ich ja schon gesagt. Wir gehen jetzt hier ein Stück vor einfach. Meine Hände sind so kalt, die müssen mir im Mund stecken. Ja, meine Hände sind auch voll kalt, Leute. Bis gleich. Ja. Leute, oh mein Gott, seht ihr, was da in der Nähe ist, Leute? Ein Electek. Wie bei dir das Electek schon auf deine Weile ist. Ja, ist es hier. Electek, Leute, ist hier. Ich weiß, wo das ist. Beim Onkel, beim vom Kasten. Ja, es könnte da hier. Scheiße, ich hab hier rot meine Hände an. Ja, meine sind auch als rot, Leute. Ein Electek ist einfach in meiner Nähe. Ich muss gleich. Oh. Boah, mein Handy fliegt aus der Hand einfach. Leute, ich muss den Stefan gleich anrufen. Ey, wenn der das haben will, der muss es jetzt fangen. Holen wir ihn einfach. Klingeln wir bei ihm. Okay, bis gleich. Leute, Electek ist hier. 81? 500! Leute, ich muss das jetzt kriegen. Mann, ist irgendwas. Mann, ich kann nicht werfen, es leckt einfach. Verbindung, Leute. Fehler kommt bei mir. Jetzt habe ich wieder Internet. Mann, es ist weh. Scheiße. Ich hab nur einen Pokédex. Scheiße, Leute, ich hab keine Bälle. Was ist jetzt näher? Ritter Rastplatz oder wieder Kirche runter? Nee, zu Ritter Rastplatz ist mir zu weit. Ich muss der Stefan mal Bescheid. So, Leute, letzter Versuch. Es zu bekommen, Leute. Ich habe jetzt wieder bei Pokestop gedreht. Zwei Pokebälle, ein Superball. Leute, bleibt das jetzt endlich drin. Ich denke, es wird mir abhauen, leider. Scheiße, Alter. Ich kann es einfach nicht fangen. Hier ist ein Europa, das ist mir jetzt egal. Ich will das Electek haben. Der Manuel hat der Stefan schon angeschrieben, aber der ist heute der Lehrer, glaube ich, gerade. Und der kann einfach, glaube ich, gerade nicht. Echt ein bisschen blöd. So, es sollte jetzt hier wieder auftauchen. Ich bin einfach zu blöd zum Werfen. Das ist so scheiße. Und ohne Himbeere wird das, glaube ich, nichts. So. Man trifft das einfach nicht. Großartiger Wurf. Großartiger Wurf, Leute. Wenn das jetzt drin bleibt. Ja, ich hab's noch. Gerade so noch geschafft. Oh mein Gott. Leute, ich bin so fertig, Leute. Ich bin jetzt so weit gelaufen. Boah, Leute, mir ist gerade so schwindelig eigentlich. Ich bin gerade so gelaufen, Leute. Ich bin da zweimal, dreimal runtergelaufen. Zur Kirche solche scheiß Pokémon holen. 500 WB ist es mir auf jeden Fall wert. Immerhin. Mein drittes Electek, Leute. Das erste war es ein 10 Kilometer, Alter. Da habe ich 300 WB. Und das hier ist mein drittes und das habe ich jetzt hier gefangen. Oh mein Gott, mein Herz gerade, Leute. Ich bin gerade so weit gelaufen. Alter, ich bin eigentlich ein guter Läufer eigentlich, aber Leute,
Ich hab's endlich. Ich will den Stefan jetzt das sagen, aber wenn der jetzt lernt, will ich den jetzt auch nicht stören. Ich weiß nicht, halt nicht, ob er das schon hat. Ich denke mal, er hat das nicht noch. Ich denke, er hat das leider noch nicht. Das ist echt schade. So Leute, wir gehen jetzt wieder zur Kirche. Oh mein Gott. Der Manuel hat gerade gesagt, da ist ein Kadabra gespawnt. Das will ich jetzt auf jeden Fall mal wissen, ob das hier wirklich, ob jetzt wirklich ein Kadabra einfach hier. Wenn jetzt hier ein Kadabra einfach ist, eine Verbindung schlecht. Denke mal, oder? Ja, es ladet gerade, das ist echt blöd. Ist ja echt ein Kadabra. Bei mir ladet es einfach gerade die ganze Zeit. Ah, das ist. Morgen, wenn ich zur Schule gehe, kann ich das vielleicht aufmachen. Na ja, morgen wird es, denke ich mal, schon gehen. Aber Leute, wenn ich das morgen aufmache, bevor die Schule beginnt, Leute, dann bin ich gut gelaunt und dann bin ich auch ein bisschen besser in der Schule, denke ich mal, oder? Ist das eigentlich so richtig oder nicht? Ich denke mal schon. Boah, es ist gerade so dunkel, man sieht fast gar nichts. Boah, das ist echt krass dunkel gerade schon. Leute, es wird so schnell dunkel, Leute, das ist echt nicht mehr normal. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Ich denke leider nicht, dass es heute noch schlüpfen wird. Wahrscheinlich morgen. Aber ich denke mal schon, dass es morgen müsste es locker aufgehen. Ich habe zwar morgen eine Schule. Ich habe bis 15 Uhr Schule. Und das ist echt nicht mehr schön. 9,6. Ah, das ist ärgerlich. Soll ich das noch ganz kurz machen oder? Doch, komm, ich mach das jetzt noch ganz kurz, Leute. Ich gehe da kurz da runter wieder rauf. Komm, nein. 400 Meter, Leute, das ist im Haus. Das kannst du im. Und Leute, ich mach das jetzt. Obwohl es sehr dunkel ist. Leute. Es schlüpft jetzt. Oh mein Gott. Leute, jetzt muss ich erstmal eine gute Stelle suchen, wo ich mich hinstellen kann. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Einfach hier auf der Straße, Leute. Bitte kein Rosanna, bitte nicht. Bitte. Leute, ich bin so gespannt. Ich schaue jetzt kurz nicht hin. Und. Ich schaue jetzt hin. Und ein Sichlor. Bitte 1000. 1140. Stahlflügel. Ein Sichlor. Ja, zum Glück kein Rosanna. Ich weiß, Sichlor ist auch nicht so stark, aber Leute, ich hab's ja noch nicht. Stahlflügel Nachthieb. Bewertung. Ja, gute IV. Ein Sichlor, Leute, ist gar nicht so schlecht. 1500 EP, Leute. Ich bin gleich ein neues Level. Oh mein Gott, ein Sichlor ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich habe noch das E-Bett. So Leute, wir sind jetzt bei der Schule gerade. Leute, ich bin Level 20 geworden und hier ist ein Pokestop. Und Leute, ich habe ein 10 Kilometer Ei gerade bekommen aus dem Pokestop. Leute, ich zeige es euch ganz kurz. Mir ist gestern das Sichlor ist mir geschlüpft und jetzt habe ich wieder ein 10 Kilometer Ei, Leute. Ey, was ist da los? Ich kann mal ganz kurz das Tagebuch aufschlagen, damit ihr das Ganze seht, dass es gerade jetzt war. Es ist gerade 7.20 Uhr, Leute. Wir sind bei der Schule. Seht ihr hier? Items am Pokestop erhalten. Mir ist gerade ein Bonbon noch. Habe ich noch bekommen. Ein Zubat habe ich noch gerade hier gefangen, einfach. Leute, ich dachte, ich nehme jetzt ein Video auf. Ich habe jetzt Fleckmon als mein Kumpel festgelegt, damit ich bald ein Lamos machen kann. Wird zwar noch dauern, aber
egal. Manu, hier kannst du drehen dann normalerweise. Also hier geht eigentlich drehen, hier vorne. Hier geht's. Hier ist gerade ein Freund vorbeigefahren. Egal, 2 Kilometer, ey. Du hast ein 2 Kilometer, ey, immerhin. Ich habe ein 10 Kilometer Ei wiederbekommen. Leute, das heißt, die Chance ist nochmal größer, dass ich jetzt was Gutes bekomme. Leute, ich habe jetzt nur ein Sichlor bekommen. Könnte sein. Goldini, das ist bestimmt da unten. Oder ist das drüben da? Bei den Pokestops, bei den zwei da. Ja, wir haben gestern einfach das Elektra gefangen. Und ich gerade so mit dem letzten Ball, Leute. Ich habe jetzt Hyperbälle, Leute. Das heißt, ich könnte jetzt... Seht ihr, Leute, Hyperbälle habe ich jetzt. Leute, das heißt, ich könnte jetzt... Moritz, was ist? Moritz. Ich habe jetzt Hyperbälle, nice. Level 20. Lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Ihr müsst einfach viel entwickeln. Dann kommt der schnell Level 20. Wir sehen uns dann. Bis später. So, Leute, nach der Schule. Ja, Leute, ich war früher in der Schule noch bis 15 Uhr. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich gehe ein bisschen einfach hier rum, wo ich gestern noch gewartet habe, dass mein Ei schlüpft, Leute. Ja. Jetzt geht weiter mit Pokémon. Pokédex manchmal. Ich zeige den Pokédex jetzt. Damit ihr habe ich gefangen. Ja, ein paar sind, habe ich noch nicht. Das sind halt alle Pokémons, die ich habe. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel. Gestern habe ich ja das Sichlor aus dem Ei gezogen. Ist leider nicht so besonders. Deswegen, ich werde das Video einfach mal beenden, Leute. Ich bin jetzt Level 20. Ich habe meinen Kumpel, habe ich Fleckmon gewählt. Warum? Weil ich bald ein Lamos mal machen will. Irgendwann. Also deswegen habe ich meinen Fleckmon als Kumpel genommen. Und ja, ich zeige mal ganz kurz die Items, damit, weil ich Level 20 bin. Habe ich jetzt 414 von 350. Das ist halt, wenn man ein Level aufsteigt, bekommt halt wieder Sachen dazu. Bei Level 20 bekommt man, glaube ich, 4 Lokmodule habe ich jetzt. Eins habe ich verbraucht. Eins habe ich verbraucht. Und ich hätte 5 gehabt. Habe ich 4 Lokmodule, Leute. Heißt, wir werden mit dem Stefan und mit dem Manuel mal eine Lokmodul-Party machen, weil der Stefan hatte ja Geburtstag. Wir wollten ja mal Lokmodule ein paar zünden. Und Leute, jetzt habe ich 4 Lokmodule. Also heißt, wir werden mal 2 Stunden an einem Ort bleiben, wo ein Pokestop ist oder so, und da Lokmodule zünden ohne Ende. Werden wir mal machen. Und jetzt seht ihr, Leute, Hyperball. Ball mit hoher Erfolgsquote. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit hoher Erfolgsquote. Ich glaube mit... Beim Superball steht mit guter Erfolgsquote. Also ist schon mal ein bisschen besser. Ich hatte, glaube ich, 20 Hyperbälle, habe einen verbraucht. Habe ich jetzt noch 2 normale Pokebälle, 5 Rauch, 5 Glückseier, habe ich noch nie verbraucht. Rauch habe ich, glaube ich, auch schon ein paar verbraucht. Beleber, Hypertrank. So, Beleber, Hypertrank habe ich alles. Normale Tränke, die brauche ich eigentlich gar nicht. Das werfe ich mal ein bisschen was weg. Leute, ich brauche das einfach nicht. 400 haben wir jetzt. Ich habe Hypertränke, Leute, die Hypertränke behalte ich mal. Supertrank behalte ich eigentlich auch. Beleber kann eigentlich auch weg. Ich verwende das sowieso eigentlich gar nicht. Deswegen erstmal weg mit dem Zeug. Rauch auf jeden Fall. Glückseier muss ich auf jeden Fall behalten, Leute. Werde ich brauchen später irgendwann. Habe bis jetzt noch nie eins verbraucht. Ich weiß aber, das bringt halt doppelte Erfahrungspunkte. Also EP, aber brauche ich jetzt nicht. Ihr seht ja, ich bin gerade frisch Level 20, weil Leute... Ich weiß nicht, ob das bei Tagebuch steht, dass ich Level 20 geworden bin. Nee, steht gar nicht hier, dass ich Level 20... Leute, das, was mich stört, ist hier im Tagebuch. Hier steht nicht, dass ich Level 20 geworden bin. Hier seht ihr von der Schule, 15.05 Uhr, da bin ich von der Schule rausgekommen. Habe einen Pummelluff gefangen mit einem Hyperball. Habe ich einen verschossen, Leute. Ich habe noch keinen Knuddelluff, also ist das mir auf jeden Fall das wert. Und auch einen Taubsee habe ich einfach während der Autofahrt hier noch gefangen. 300 WP. Ist jetzt nicht so schlecht, aber ein Taubsee. Ich nehme es mir nur mit für die Erfahrungspunkte. Und Leute, mein Relax ist doch immer in der Arena drin. Ich habe den in eine Arena reingesetzt, um Pokécoins zu verdienen. Seht ihr, in meinem Relax, so könnte ich noch ein bisschen powern. Aber sonst, ja, wundert euch nicht, wenn da oben
irgendwelche Nachrichten oder so kommen, dann bitte nicht wundern, das sind halt ein paar Nachrichten. Sichlor, das habe ich gestern einfach bekommen. Der Manuel hat gesagt, es ist nicht so schlecht, Leute. Ich weiß, es ist nicht so gut. Aber Leute, so schlecht ist es wieder auch nicht, Leute. Stellt euch vor, ich hätte Rosanna bekommen. Und Leute, ich weiß, ein Sichlor ist nicht gut, Leute. Aber ich habe es euch in der Frühjahr schon gezeigt. Leute, ich habe jetzt noch ein 10-Kilometer-Ei, Leute. Also ist es mir auch egal, weil, wenn hier ein Sichlor drin ist, noch eins halt. Also nicht noch eins, aber weil ich gerade ein Sichlor bekommen habe gestern, dann ist es mir, dann bekomme ich halt vielleicht in diesem 10-Kilometer-Ei was Besseres. Ich brüte halt jetzt noch ein 2-Kilometer-Ei aus. Habe ich ja gestern angefangen einfach. Ja. Kokobai habe ich ja auch entwickelt in der letzten Folge. Galoppa, Sichlor habe ich ja in der Folge jetzt bekommen, früher, also gestern meine ich. Ich zeige mal ganz kurz hier, gehe ich einfach mal auf Shop. Dann kann ich euch ein bisschen die Pokécoins zeigen. Ich will das Video jetzt nicht zu lange machen. Ich will euch ein bisschen zeigen. Ihr seht, ich habe Pokécoins wieder genommen. Jetzt habe ich 50 Pokécoins. Ich könnte mir eigentlich mal was kaufen. Was ich mal kaufen will, ist dieses Beutel Plus, damit ich halt mehr Items lagern kann, weil ich drehe halt sehr oft an Pokéstops und da will ich halt schon ein paar Items haben. Ich könnte Trigaria machen. Hat gute WP eigentlich. 200. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber das hier habe ich in Ungarn gefangen. Deswegen will ich das behalten. Oder habe ich das in Ungarn gefangen? Das hatte die gleichen Erfahrungspunkte, oder? Ja, es hat auch... Leute, dann entwickeln wir einfach das hier. Es steht gar nicht da, wo ich das gefangen habe. Oder es leckt nur. Verschickt mir das hier. Jetzt leckt es etwas, es ist echt... Oh, wieso leckt das denn jetzt so hart? Es leckt. So Leute, der Speicher ist leider voll geworden. Okay, jetzt habe ich mein Ultrigaria hier entwickelt, leider ist der Speicher... leider war der Speicher halt voll. Ja, deswegen hat man es leider nicht mehr gesehen. Egal, wir können jetzt hier noch was entwickeln, oder? Mal schauen, ob wir einen Mauzi können wir hier noch entwickeln, oder? Nein, geht nicht mehr. So, ich gehe jetzt einfach ein bisschen hier rum, Leute, damit ich überhaupt ein Pokémon jetzt noch fange. Hier ist ein Mauzi und ein Hornliu. Leute, weil sonst bringt das Glücksei jetzt mir gar nichts. Ich glaube, das Mauzi ist hier, oder? Sollte jetzt gleich spawnen. Sollte eigentlich hier sein, also hier sind sie meistens, oder hier drüben halt. Ich weiß das halt, weil ich hier öfter bin. Weil da drüben ist ja dieser eine Pokéstop da, genau wo ich in der letzten Folge ja war. So Leute, ich habe das Hornliu. Das ist jetzt hier gespawnt einfach. Wie viel WP hat das? Ist ein Pflanzen-Pokémon, oder ist das Hornliu eigentlich ein Pflanzen-Pokémon? Bitte bleibt das jetzt drin, mit einem Superball muss das drin bleiben. Ja, es bleibt drin, weil ich will jetzt keinen Hyperball dafür nehmen. Der Hyperball ist einfach zu krass. Drei Bonbons. Ja, scheiße, kann ich nicht entwickeln. Ist egal. Mein Glücksei. Evoli! Nee, das ist da unten, oder? Bitte, Leute.
So Leute, das 2-Kilometer-Ei geht jetzt auf. Es kann eigentlich eh nur was Schlechtes nicht sein, oder? Glumanda! Und Leute, Glumanda habe ich letztes Mal fast, habe ich letztes Mal verpasst. Und jetzt ein Glumanda. Ja, 500 WP fast. Leute, Glumanda ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Ist ein Pokémon. Oh mein Gott, Leute, Glumanda ist nicht so schlecht. Ich habe letztes Mal, wollte ich eins fangen. Hatte, glaube ich, 170 WP oder so. Und jetzt habe ich das, bekomme ich einfach ein Glumanda. Manuel, das ist gar nicht so schlecht, oder? Also ich bin jetzt zufrieden. Glumanda ist ein gutes Pokémon, Leute. Medaille verdient 10 Pokémon von Feuer. Ich habe ja schon Vulpix, Vulnona und noch ein paar andere. Das hat sich jetzt aber gelohnt, Leute, weil Glumanda ist eigentlich relativ selten. Ich habe jetzt noch ein paar Brutmaschinen. Wieso wusste ich das gar nicht, dass ich Brutmaschinen habe? Leute, mein 10-Kilometer-Ei muss ich jetzt ausbrüten. Wenn das jetzt hier mal laden würde, okay, es ladet. Okay, das 10-Kilometer-Ei. So, das 10-Kilometer-Ei wird jetzt ausgebrütet, Leute. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wird das hoffentlich aufgehen. Ich denke mal morgen. Nee, morgen habe ich keine Zeit. Aber übermorgen, am Freitag oder Samstag, irgendwann am Wochenende, wird das hoffentlich schlüpfen. Und ich wünsche mir sehr einen Lapras. Leute, ich wollte eigentlich Pikachu aus dem 2-Kilometer-Ei, Leute. Aber Glumanda ist auch gut. Also, ich würde sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns dann. Bis gleich.